Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Wir schauen uns mal um. Kann man das anfassen? Nein. Kann nur drauf klettern. Ein kleines Tränkchen noch. Ich schon erwähnt, dass ich große Welten hasse. Huchala. Der will auch überall drauf klettern. Jetzt haben wir das Radio ausgeschaltet. Eine Anleitung. Okay. Ich hätte mit Sicherheit mehr als die Hälfte vergessen. Also ich habe alles. Habt ihr öfter Kleriker in Idan? Ignadon, die tödliche Felsenlandschaft weit im Osten scheint den hochtechnisierten Klerikern nicht mehr genug Rohstoffe zu liefern. Daher kommt es in letzter Zeit vor, dass sich einige dieser religiösen Fanatiker hierher verirren. Sie scheinen etwas zu suchen, sonst würden sie nicht so weit weg von ihrer Heimat Ignadon operieren. Sehr viel weiß ich darüber allerdings nicht. Wir gehen weiter Richtung Goliath. Wie du meinst, folge mir. Der Absturz des Gleiters in der Observierungsstation. Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas Schwerwiegendes scheint sich bei ihnen da oben in Xakor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was. Fertig? Ja, wir haben da so ein Vieh vor uns, ne? Hornwolf, ach du Scheiße. Was ist das denn bitte da hinten? Was ist das? Wie geil. Wie geil. Sieht aus wie so ein Troll. Oh. Also los. Das Vieh mache ich platt. Nein, ich hab's platt gemacht. Ich war das. Kann's weitergehen? Ja, aber du hast doch gestoppt, weil du das Vieh unbedingt töten wolltest. Also los. Man hier überall hingehen kann. Was sind das denn da hinten für Leute? Sind die gefährlich? Oh, guck mal. Ach, das ist hier alles zu groß. Man kann hier viel zu viel machen. Leute, die darauf stehen, finden das bestimmt richtig geil. Ich mag's nicht. Oh, das sieht aus wie Banditen. Wir gehen da nicht hin. Ja, die sind auch böse. Kann's weitergehen? Mhm. Das ist echt so gefährlich hier, die Gegend, ne? Hätte mal so gar nicht Unrecht gehabt. Aber alles hübsch verpackt. Die Spielwelt gefällt mir. Also los. Oh Mann, ich will nichts verpassen. Ich verpasse bestimmt mehr als die Hälfte, ey. Kann's weitergehen? Ja, ich laufe die ganze Zeit hinter dir her, hallo? Teleporter. Ab hier solltest du dich alleine zurechtfinden. Bitte? Rüste dich hier in der Stadt aus und dann... Ich komme klar, danke. Vergiss nicht, du bist schwach.
Du brauchst etwas, um dich zu verteidigen. Mhm. Sieh dich ruhig bei uns hier um. Wer weiß, vielleicht schließt du dich eines Tages sogar den Berserkern an. Wie steht es um die Separatisten hier in Edan? Separatisten? Diese Splittergruppe der Alps? Ich hörte, das seien Terroristen. Immerhin kämpfen sie gegen die Alps. Die Separatisten sind unseren Feinden auf jeden Fall am nächsten. Es sind immer noch Alps, auch wenn sie nicht mehr der Direktive der Alps folgen. Diese Terroristen verstecken sich und operieren aus dem Hinterhalt. Also pass besser auf, wenn du mal einem von ihnen begegnest. Mach deinen Weg, Flüchtling. Ich muss jetzt gehen. Ich bin ganz oben bei meinem Warlord Ragnar zu finden, wenn du mal wieder Schützenhilfe brauchst. Dankeschön, Duras. Laufende, okay, überleben. Amargalan ist ein gefährlicher Planet für einen Abtrünnigen, gejagt von wilden Kreaturen und meinen eigenen Leuten muss ich eine Siedlung der freien Menschen erreichen, um erst einmal in Sicherheit zu sein. Haben wir geschafft, Kontakt. Da ist ein kleiner Vorposten der Alps an einem Waldrand von Edan. Ich sollte mich ihnen zu erkennen geben, mal sehen, was mein Wort noch wert ist. Sollten sie meine Autorität nicht mehr anerkennen, dann puste ich sie weg. Oh, klar. Rachefeldzug. Kalax hat mich verraten. Mehr noch, er hat versucht, mich zu töten. Ich werde nicht eher Ruhe geben, bis er vor mir im Dreck liegt. Das ist die Triebfeder, die mich weitermachen lässt. Es wird ein langer Weg durch viele Widrigkeiten. Ich bin schwach und muss zu meiner alten Stärke zurückfinden, um eine Rückkehr vorzubereiten, damit ich eine Chance gegen Kalax habe. Das ist die Hauptmission. Refugium der Separatisten. Die Separatisten sind den Alps immer noch am nächsten, auch wenn sie nicht mehr derselben Direktive folgen. Wenn ich meinem Ziel näher kommen will, sollte ich mich mit dem Kopf der Separatisten unterhalten. Dazu muss ich ihn aber erst einmal finden. Irgendwo muss das Rattennest ja sein. Gestohlene Gerätschaften. Während meiner Bewusstlosigkeit in den Bergen nach meiner Exekution bin ich bestohlen worden. Kram, den ich jetzt gut gebrauchen könnte, wenn ich den Kerl erwische. Gefährten. Ein Krieger der Berserker. Der Berserker Dura scheint ein vielversprechender Waffengefährte zu sein. Möglicherweise eine gute Verstärkung. Ja, das stimmt. Da bin ich definitiv dafür. Überleben haben wir gemacht. Können die Dialoge anzeigen? Wie geil ist das denn? Okay. So, alles Gelbe sind wohl... Da, den machen wir jetzt erstmal auf. Ein Pilz. Und dann gehen wir erstmal hier rein und gucken, was wir kriegen können. Schön gut. Halt! Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist dein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Sehe ich aus wie ein Alp? Wäre natürlich was Gutes. Duras kennt mich. Kein Grund zur Sorge. Ja und? Von mir aus kannst du seine Mutter ausgraben. Das ändert trotzdem nichts daran, dass du jetzt erst einmal mit mir sprichst. Aber bevor du mir noch seinen Familienstammbaum unterbreitest, kürze ich das ab. Wärst du tatsächlich im Dienste der Alps? Würdest du wohl kaum versuchen, mit Worten an mir vorbeizukommen. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Gut. Dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. So, wer sind die... Wer sind die Nebelkrähen? Die meisten Krieger in Goliath gehören den Nebelkrähen an. Sie sind neben dem Eisenclan und dem Hammerclan der dritte Clan in Goliath. Der Clan der Nebelkrähen steht für das Gleichgewicht und die Ordnung. Warlord Ragnar höchst selbst ist ihr Anführer. Wer? Jetzt sag nicht, du hast noch nie von Ragnar gehört. Ragnar der Stürmische? Ragnar, Sohn von Bjar? Er ist der oberste Warlord hier in Goliath und wohnt oben in den Ruinen aus der alten Welt. Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon erzählt. Solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist,
hat Ragnar, der Oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherz es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Gut. Denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen. Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist. Bis dahin hat Warlord Ragnar von ihm die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Ja, sagtest du bereits. Also das finde ich ja richtig lustig, dieser Witz dabei, so nach dem Motto, so wenn man eine Frage dann halt irgendwie, also diese Frage dann nochmal stellt oder anders halt herum, dann so, das habe ich dir doch gerade schon gesagt, hallo? Normalerweise wird das ja gar nicht irgendwie erwähnt, dass derjenige das schon mal erzählt hat oder sonst irgendetwas. Also das finde ich geil, dass sie daran gedacht haben. Das ist ein echt guter Witz, so, ja, und dann hat jetzt dreimal erzählt, dass dieser Ragnar jetzt halt diese Goliath halt beherrscht und er erzählt ihm das jetzt noch ein drittes Mal und er so, ja, sagtest du bereits. Das ist geil. Der Witz ist geil, echt. Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern hast du nichts zu suchen. Machst du hier lange Finger, musst du dich dafür vor unseren Warlords verantworten. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit einer Waffe umgehen? Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja, noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Wo kann ich nach Arbeit suchen? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Ich hätte nicht erwartet, dass in Goliath auch mit Splittern bezahlt wird. Natürlich wird hier mit Elixid-Splittern bezahlt. Ebenso wie die anderen Gemeinschaften nutzen wir das Elixid als Gemeinwährung. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. So, ich muss auch wieder los. Okay, sie muss auch wieder los. Ja, dann gucken wir mal durch. Was haben wir denn hier Schönes hier? Oh, fein, schick. Okay. Gesundheit. Ich denke mal, dass da einer genießt hat. Oh, was haben wir denn hier? Eine junge Frau. Eine Setzerin. Nicht schlecht. Warum dürfen wir keine Frau spielen? Ich finde das blöd. Werker. Also du kannst Leute hier so nicht ansprechen. Also man kann wohl nur bestimmte Personen ansprechen. Okay. Das kann ich mir definitiv merken. Hier ist wieder eine Setzerin. Die ist auch schon. Die sieht genauso aus wie die eine gerade und die rauchen. Die rauchen. Gut. Es ist ungewöhnlich. Man denkt jetzt hier so, wenn man das hier so sieht, man ist so im Mittelalter. Und dann sieht man das und denkt sich so, scheiße. Wer ist das? Postapokalyptisch. So, mein Gott. Und dann sieht man die da rauchen und das ist schon ein bisschen seltsam. Aber muss man sich erstmal dran gewöhnen. Vorsicht. Nee. Darf ich nicht. Ist verboten, steht da. Sogar ganz groß dran. Hey, du. Hallo. Bist du der Ersatz? Keine Ahnung. Wovon redest du? Dann bist du es also nicht. Egal, entschuldige die Störung. Gibt's noch was? Was sind das für Setzlinge hier? Lass dich von Born darüber aufklären.
Ich habe wirklich keine Lust, jetzt eine Lehrstunde über Weltenherzen abzuhalten. Was ist ein Weltenherz? Dein Ernst jetzt? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich keine Lust habe, eine Lehrstunde zu geben? Ach, geil. Du gibst ja doch keine Ruhe. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit euch Neuen in Goliath. Also, aus den Setzlingen hier werden irgendwann Weltenherzen. Mhm. Siehst du die Bäume da drüben? Die Sträucher und Gräser? Das alles existiert nur, weil wir unsere Weltenherzen in Edan verteilt haben. Wir speisen die Setzlinge mit Mana und züchten sie zu Weltenherzen heran. Wir heilen mit ihnen die Welt von der Verseuchung des Elex. Alles klar? Ja. Was ist Mana? Nix da, ich habe schon genug Lehrstunden gehalten heute. Wenn du mehr über Mana wissen willst, dann sprich mit Kaldrim. Ich denke darüber nach. Mach, wie du willst. Genervt? Was denkst du denn? Seit einer ihrer Gleiter oben im Westen abgestürzt ist, durchstreifen die Alps die ganze Gegend. Wenn nicht bald etwas geschieht, brauchen die Alps nur einen Ansturmwagen und aus ist es mit uns. Schon jetzt greifen uns Wühler an und von den Torwachen ist weit und breit nichts zu sehen. Wie soll ich mich hier denn sicher fühlen? Am Eingang steht doch eine Wache. Ja, genau. Eine Wache. Aber sonst stehen dort zwei. Ich will, dass eine Wache bei uns auf dem Setzlingsfeld postiert wird. Die Wache Alva wurde von Cormac genau dazu abgestellt. Aber ich sehe von Alva weit und breit nichts. Einen Tag war er hier und danach nichts mehr. Verdammter Faulpelz. Aber sag mal, ich kann hier nicht weg, aber du könntest für mich mal nach der Wache sehen. Irgendwer sollte ihr mal so richtig den Kopf ins Setzlingswasser drücken. Hm. Hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Na klar. Das war von hier aus gut zu sehen. Interessant. Konntest du auch sehen, warum er abgestürzt ist? Keine Ahnung. Motorschaden? Sich auf Technik zu verlassen, ist eh der blanke Wahnsinn. Mich würde jedenfalls niemand in eine solche Höllenmaschine reinbekommen. Maschinen sind wieder der Natur. Sieht man ja, was dabei herauskommt. Was glaubst du, wurde aus dem Piloten des Gleiters im Westen? Ich nehme an, die Alps haben ihn da rausgeholt und wieder in den Norden gebracht. Dort sollen sie auch bleiben, wenn du mich fragst. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Sicherheit vor den Wühlern. Wieso sollte ich dir etwas dafür geben? Es sollte auch dein Anliegen sein, dass diese Stadt nicht überrannt wird. Du hast recht. Freut mich zu hören. Es ist selten geworden, in diesen Zeiten auf selbstlose Leute zu treffen. Ich werde Alva suchen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Am besten fängst du deine Suche bei Drog an. Er ist die andere Torwache und war ein Kumpel von ihm, glaube ich. Er steht vermutlich am unteren Stadttor auf seinem Posten. Hab ich mich jetzt erschrocken? Was war das denn? Erst hat der Hund hier komisch gerumpelt und auf einmal rumpelt's hier drinnen. Boah, ist das dunkel, Leute. Bett schlafen, wir können schlafen. Wer bist du denn? Ein Werker. Mhm. Suchst du was? Nö. Ich denke nicht. Okay. Ach, wirklich? Ne? Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Ich weiß, das ist total kalt. Ich könnte da oben noch hoch, aber ich denke, ich komme hier auch ganz gut hoch. War die gerade auch schon dunkelhaarig? Nö, hier sind wir ja ganz falsch. Suchst du was Bestimmtes? Ich denke nicht. Da ist eine Kralle, die kann ich nehmen. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Ja, ich wollte ja jetzt auch so nichts nehmen, außer da steht halt, dass ich das nehmen darf. Sonst nehme ich nichts. Upsala, da hat's gehangen.
Wegen deines Kumpels Alva. Was ist mit ihm? Wo ist er? Er sollte doch Wache stehen. Woher soll ich das wissen? Er kommt und geht, wie es ihm passt. Ganz unter uns. Ich glaube, Alva hat ein kleines Alkoholproblem. Wenn du ihn irgendwo findest, dann vermutlich da, wo es Alkohol gibt. In der Taverne. Frag doch mal bei Oran, dem Wirt, nach. Er könnte Alva gesehen haben. Alles klar. Und die Weiber tragen hier auch alles, ne? Die, also die Setzerin. Na gut, vielleicht ist das ja eine Arbeitskleidung. Wer weiß. Was haben wir hier? Boah, die Stadt ist so mega groß, ne? Das ist ja schon nicht mehr schön. So groß ist die. Ach so, so kann ich gar nicht. Genau, ich muss ja so. Mhm. Hier sieht das ziemlich nach... Konnte ich gerade was nehmen. Was haben wir denn hier? Ich kann Apfel nehmen. Bank möchte ich mich nicht hinsetzen. Was haben wir hier Schönes? Darf ich nicht, darf ich nicht, darf ich nicht. Ach, scheiße. Oh. Verboten heißt ja richtig verboten, ne? Und die Leute brauchen hier definitiv keine Hilfe. Ich laufe hier mal trotzdem eben drum und guck nach. Federvieh. Also ein Huhn. Ein Besen, den dürfen wir nicht klauen. Ja. Kenn ich nicht. Es lohnt sich nicht, daran einen Gedanken zu verschwenden. Was haben wir hier hinten? Setzbrot. Was mir ein bisschen fehlt, sind Pferde. Also, oder so Reittiere, das fehlt mir ein bisschen. Das hätten sie ja machen können, ne? Vor allem dadurch, dass die Welt ja so groß ist. Aber ja, gut, dann wäre wahrscheinlich schon wieder zu viel geworden. Drei, ist das groß hier, ne? Ich bin die ganze Zeit, ich bin total geflasht von der Größe dieses... dieser Welt gerade so ein bisschen. Weil ich gesehen habe, auf jeden Fall in so einem Test, man, alles, was man sehen kann, kann man bereisen. Da oben waren wir. Da, wo diese Satellitenschüssel ist. Nanu? Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Exakt. Aber warte mal, du bist anders. Und anders bedeutet... Sprich dich aus. Naja, anders bedeutet, dass wir beide sicherlich ins Geschäft kommen. Komm zur Sache. Schon gut, schon gut. Also, ich erkenne das Potenzial in dir. Aber lass mich deine Zweifel zerstreuen. Ich bin Alrik. Und wie du sicher zutreffend festgestellt hast, gehöre ich den Berserkern an. Genau genommen dem Clan der Nebelkrähen. Du könntest dich jetzt fragen, warum ich dir das erzähle, anstatt zu arbeiten. Nun, weil es meine Arbeit ist, mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen und sie von dem zu überzeugen, was ich tue. Nebelkrähe. Nie gehört.
Die Nebelkrähen sind einer der drei Clans unter den Berserkern. Es gibt den Hammer-Clan, den Eisen-Clan und den Clan der Nebelkrähen. Und was machst du für die Nebelkrähen? Für sie eigentlich nicht sehr viel. Für mich selbst schon mehr, wenn du weißt, was ich meine. Ich bin Händler, immer auf der Suche nach der nächsten Rarität. Rarität? Ja, Dinge, die normalerweise nur schwer zu beschaffen sind. Als Gegenleistung biete ich natürlich eine stattliche Menge Elixit. Aber das nur ganz nebenbei erwähnt. Du suchst also Raritäten. Gold, richtig. Ich will mich mal so ausdrücken. In der Stadt fällt jede Menge Arbeit an. Und da müssen auch viele Dinge beschafft werden. Die natürlich, wenn es nach den Warlords geht, nicht verloren gehen dürfen. Aber sollte dem doch so sein, würden wir beide davon profitieren. So einfach ist das. Mit welchen Gegenständen handelst du? Alles Mögliche. Besondere Gegenstände behalte ich allerdings selber. Warum? Sagen wir der Einfachheit halber. Ich bin Sammler. Meine Auswahl ist allerdings begrenzt. Schließlich sind wir in Goliath. Solange die Regeln unserer verstaubten Ahnen gelten, darf ich nicht über die Stränge schlagen. Für uns Händler sind die so nützlich wie ein Furunkel am Arsch. Aber aus Angst vor dem Fortschritt wird sich daran wohl so schnell nichts ändern. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Fähigkeiten erwerben, sofern deine Attribute hoch genug sind. Okay. Schlösser knacken, Schlossexperte klauen. Man klaut nur zweimal. Da schon gibt es einen weiteren Gegenstand zu klauen. Waffen aufrüsten. In einer Werkbank Waffen zu verbessern und aufzurüsten. Goldschmied, Sockel einsetzen, Chemie, hacken. Ach, hacken. Hacken. Direkt und Schlüssel, die Stufe zu hacken. Oh, Intelligenz 10. Aha, aha, aha. Wegen der Raritäten. Ja? Wo liegt der Haken? Du verdienst dir eine hübsche Summe Elixit. Da gibt es keinen Haken. Verkauf mich nicht für dumm. Na schön. Natürlich gibt es einen. Dem einen oder anderen wird hier sicher nicht gefallen, wenn du mir das Zeug bringst, das für ihn bestimmt war. Aber was macht das schon? Du siehst nicht aus, als würde dich ein bisschen Gegenwind aus der Fassung bringen. Sind bei dir in letzter Zeit so etwas wie Alp-Ausrüstungsgegenstände aufgetaucht? Das wäre schon ziemlich heiße Ware, mein Freund. Eher etwas für die Outlaws und Banditen da draußen. Kürzlich begegnete ich einem üblen Kopfgeldjäger vor der Stadt, der auf der Suche nach einem Outlaw war. Also, wenn du hier länger überleben willst, dann hältst du dich besser von so etwas fern. Was genau suchst du? Nun, ein paar ausgewachsene Heilwurzeln sind schwer zu züchten. Und Born beauftragt nicht jeden mit dem Abernten. Weiter? Nichts weiter. Behalte lediglich im Hinterkopf, dass ich dir sicher mehr dafür gebe als er. Wonach bist du sonst noch auf der Suche? Du kennst doch sicher Jora, den Werker beim Schlund. Nein. Sollte ich? Nicht so wichtig. Du wirst ihn früher oder später noch kennenlernen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bald wieder jemanden losschickt, elixhaltiges Zeug zu sammeln. Und ich denke, er hat schon genug von dem Zeug. Ich hingegen... Schon verstanden. Du willst, dass ich dir das Zeug bringe. Genau. Sprich mit ihm, wenn du die Einzelheiten wissen willst. Jetzt macht ein anderer deine Arbeit, weil du mit mir redest. Hast du auch einen speziellen Wunsch? Alle Sachen, die du mir bringst, sind speziell. Ich dachte eher an etwas außer der Reihe. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich dir die Sache anvertrauen kann. Sie ist etwas heikel. Rück schon raus mit der Sprache. Na schön. Also, Ragnar, der große Boss hier, hat etwas von großem Wert für mich. Ein Schwert, aber nicht irgendeins.
Es ist das Schwert von Erik Eisenfaust. Erik Eisenfaust? Einer der größten Krieger, den die Berserker hervorgebracht haben. Man sagt ihm nach, dass er vor einem halben Jahrhundert im Alleingang ein ganzes Heer von Kampfmaschinen nur mit seinem Schwert zerschlagen hat. Ich für meinen Teil glaube zwar, dass das Schwachsinn ist, aber das ändert nichts daran, dass die Berserker sich allem überlegen fühlen. Einige nennen ihn sogar Ahnenvater. Wer aber auch nur ein bisschen Geschichtswissen hat, weiß, dass das Mumpitz ist. Immerhin gab es die Berserker schon lange vor seiner Zeit. Trotzdem ändert das nichts an dem Wert des Schwertes, selbst wenn es mittlerweile schartig und unbrauchbar ist. Ich besorge dir das Schwert. Das wollte ich hören. Pass aber auf, dass dich niemand erwischt. Wenn doch, legen sie dir sicher Daumenschrauben an und gerben dir das Fell. Also schnell rein und wieder raus. Keine Spielchen, verstanden? Ich mach das schon. Gut, ich kratz derweil deine Belohnung zusammen. Okay, zurück wegen der Ringe. Bring mir etwas bei, ich will handeln. Ich will handeln. Sicher doch. Braune Lederkapuze, Fledermütze, mein Gott, Fledermütze. Jägerausrüstung, 800 Kröten, boah. Ach, also 800 Kröten, 800 Elixid. Okay, ich sag einfach Elix, 800 Elix. Genau, die können wir verkaufen. Habe ich jetzt? Nein, ich habe meine Axt verkauft. Scheiße, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich habe gehört, er wurde bestohlen. Mist. Cool. Ach, Ratten. Abgeschlossen, nicht zum Verzehr geeignet. Ach, wir sind hier auf der Müllkippe. Die Müllkippe. Guck mal da. Fall. Ratte, Apfel. Die ganzen Fliegen. Geht. Ist das ekelig. Gucken wir nochmal hier rein. Sind so hübsche Frauen und hübsche Männer. Das ist eine Kriegerin. Wiss. Warum dürfen wir keine Frau spielen? Komm, wie geil. Oh, ich wäre gerne eine Berserkerin, ey. Oh. Hallo? Boah. Das ist immer am Anfang immer voll dunkel und wird es erst hell. Ja, die ist verschlossen, da dürfen wir nicht anfassen. Da dürfen wir nicht anfassen. Wer bist du denn hier? Schlangenbiss? Oh mein Gott. Oh Gott, ich will das haben. Aber es ist verboten. Wie kriege ich das? Bestimmt mit Ärger, oder? Wenn du hier bist, um mich von der Arbeit abzuhalten, kannst du gleich wieder gehen. Jeder will etwas und ich soll es liefern. Aber darauf, wie ich das bewerkstelligen soll, weiß keiner eine Antwort. Um den Kampf gegen diese emotionslosen Alps zu gewinnen, braucht es mehr als eine Axt. Aber ein bisschen Kopfrechnen ist schon zu viel verlangt. Sollen sie mit ihren Zaubersprüchen doch das Zeug ran schaffen? Ich kann es jedenfalls nicht. Was ist denn mit ihren Brüsten los? Die wackeln. Zaubersprüche? Zaubersprüche, Magie, nenn es wie du willst. Unsere Gemeinschaft schuftet sich jeden Tag den Buckel krumm, damit wir von diesem Hokuspokus profitieren. Aber was bringt mir die Zauberei, wenn ich Hunger habe? Ich lasse mich jedenfalls nicht davon blenden. Auch wenn uns die Magie vor den Gefahren da draußen schützt, ersetzt sie keinen vollen Magen. Was kann ich bei dir kaufen? Ach, alles Mögliche. Aber meistens liefert man mir leider nicht das, was ich in Auftrag gegeben habe. Das Zeug kannst du von mir aus haben, solange du zahlst. Merke dir meine Worte. Diese Stadt braucht mehr Planung, sonst wirtschaften wir uns noch selbst zugrunde.
Steht es wirklich so schlecht um die Stadt? Das kommt darauf an, wen du fragst. Wer nicht, wie ich, das große Ganze im Hinterkopf haben muss, der merkt sich ja nicht einmal, was hier abläuft. Persönlichkeit 4 habe ich nie. Steckst du in Schwierigkeiten? Ne, kann ich nicht. Fulan, bring mir etwas bei. Steckst du in Schwierigkeiten? Steckst du in Schwierigkeiten? Das kannst du laut sagen. Der Eisenclan hat mir regelmäßige Lieferungen aus dem verbotenen Tal versprochen. Und? Wo bleiben meine Lieferungen? Gar nichts bekomme ich. Faules Pack! Wird Zeit, dass Meister Thorald von seiner Pilgerreise wieder zurückkommt. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Weil du wütend bist? Sag, tu es mir, kann ich helfen. Kann ich helfen? Ja, vielleicht kannst du das tatsächlich. Angrims Männer sind ein unfähiger Haufen gesetzesversessener Idioten. Ich war schon 100 Mal bei Angrim und habe gefragt, wo mein Nachschub bleibt. Alles, was ich höre, ist, sie sind noch unterwegs. Die sind schon verdammt lange noch unterwegs. Langsam glaube ich ihm das nicht mehr. Könntest du nicht mal mit Angrim reden? Vielleicht erzählt er dir ja mehr als mir. Nichts kosten, dieser Meister Thorald, wo ist er gerade? Wissen wir doch. Ich rede mal mit Angrim. Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen. Frag ihn, wo meine Essenslieferungen aus dem Tal bleiben. Auch wenn die Jäger und Fischer dort nicht meine einzigen Quellen für Nachschub sind, kann ich nicht auf sie verzichten. Gut, machen wir. Nachschubschwierigkeiten, sagst du. Hört sich so an, als seid ihr ziemlich ausgebrannt. Tja, was soll ich sagen? Ein Krieger ist eben nur so gut wie seine Ausrüstung. Ja, das kenne ich. Mir wurde kürzlich meine gestohlen. Ach ja? Da hatte sicherlich einer dieser Outlaws seine Finger im Spiel, was? Meinst du? Klar, dieses diebische Pack lauert doch überall herum auf der Suche nach einem lukrativen Geschäft. Würde mich nicht wundern, wenn dein Kram schon längst in der Wüste Tavar auf dem Schwarzmarkt verscherbelt wird. Ah. Dieser Meister Thorald, wo ist er gerade? Er ist schon sehr lange weg, sodass wir ihn hier nur noch den Pilger nennen. Wo genau, weiß niemand so richtig. Er hat einen wichtigen Auftrag irgendwo da draußen. Es hat wohl mit dem Elix und unserem Mana zu tun. Aber was genau? Keine Ahnung. So gut kenne ich mich mit der Magie nicht aus. Bring mir etwas bei. Natürlich. Was hast du denn? Bücherwurm, Praktika, falsche Kampf, bitte. Kann ich alles noch nicht machen? Doch. Aber Leute, ich muss Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.